Von nahem sieht sie sogar recht eindrucksvoll aus, wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Und das ist sie auch. Die Assel ist nämlich ein Krebs. Ein Krebs, der sich an Land begeben hat und nun in den etwas feuchteren Ecken in unseren Gärten haust. Im Frühling, wenn das Unkraut zu sprießen beginnt, wird mit dem Gärtner auch die Assel munter. Den Winter hat sie reglos im Boden verbracht, aber jetzt ist man nirgends vor ihr sicher. Sobald man im Garten irgendetwas hochhebt, immer ist da eine Assel. Und das ist auch gut so, denn Asseln sind nützlich. Kaum wird es wieder dunkel, beginnt sie zu fressen. Mit ihren kräftigen Kiefern schreddert sie alles klein. Essensreste, Holz, Laub, Pilze, alles wird zerkaut. In ihrem Darm vermischt die Assel dann, ähnlich wie der Regenwurm, die Nahrungsreste mit Erdteilchen. Dabei entstehen wertvolle Ton-Humus-Komplexe. Ihr Kot enthält aber auch noch viele Nährstoffe und wird deshalb gerne von noch kleineren Tieren wie diesem Springschwanz gefressen und weiter zu Humus verwandelt. Was folgt daraus? Asseln sind gut für den Kompost. Je mehr, desto besser. Denn dank der Asseln geht das Kompostieren viel schneller und die Bio-Schredder arbeiten sogar umsonst. Im Keller dagegen und auch im Gewächshaus können Asseln manchmal recht lästig werden. Hier knabbern sie gerne mal beschädigtes Gemüse oder Sämlinge an, wenn sie sonst nichts finden. Großen Schaden machen sie zwar nicht, aber unangenehm ist es trotzdem. Das Einzige, was hilft, ist, die Räume möglichst trocken zu halten. Denn Trockenheit verträgt die Assel nicht. Schließlich ist sie immer noch ein Krebs. Und als solcher atmet sie zum Teil über Kiemen, die immer feucht sein müssen. Außerdem fehlt ihrem Panzer die schützende Wachsschicht der Insekten. Asseln trocknen einfach schnell aus. Selbst beim Wasserlassen müssen sie Wasser sparen. Statt flüssigen Urin abzugeben, verdampfen die Asseln ihren Abfall als Ammoniak. Deshalb riecht so eine Versammlung manchmal ziemlich streng. Hier haben sich übrigens zwei Asselarten versammelt, die körnige Kellerassel rechts und die eher glatte Mauerassel links. Sie sind die häufigsten in unseren Gärten. Gelegentlich trifft man aber auch so eine Rollassel, die sich zum Schutz vor Austrocknung zusammenkugelt. Irgendwann macht aber auch sie sich auf. Zurück in die feuchten Ecken in unseren Gärten.